willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch meinen Zopf vorstellen. Das Ganze habe ich vor genau einem Jahr ebenfalls gemacht. Das war sozusagen mein erstes Booktube-Video oder Booktube-Videos. Damals wusste ich es noch nicht ganz so gut. Ich denke, ich habe mich schon ein bisschen gemausert und so. Ja, jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß. Ich werde das Ganze in 4 Kategorien aufteilen. Ja, ich glaube 4. Und fange an mit Fantasy, dystopisch und was noch so dazugehört. Und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Ich werde anfangen mit von, ja, noch nicht ganz so lange offen, so bis hin zu, wow, ist das, liegt da schon sehr, sehr lange da. Genau. Gerade erst bei mir eingezogen ist von Heike Eva Schmidt Purpurmond. Aus dem Pan Verlag. Ich habe das von einer lieben Freundin bekommen. Freue mich sehr darüber. Es ist wohl... Ja, ich habe noch nichts von ihr gelesen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und das Cover gefällt mir. Auf der Frankfurter Buchmesse gekauft habe ich mir von Regina Meißner Schwanenfeuer, Der Fluch der 6 Prinzessinnen, Sternsand Verlag. Ich habe von Regina bereits die Seductio-Reihe gelesen. Mag ihren Schreibstil daher sehr gerne und bin wahnsinnig gespannt auf dieses Buch und erhoffe mir unfassbar viel davon. Genau. Ach ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, gehe ich nicht auf die Bücher ein, sondern sage euch einfach nur, ob ich bereits etwas von diesem Autor gelesen habe und wenn ja, was. Nina McKay, Aschenputtel und die Erbsenphobie aus dem Drachenmond Verlag. Von Nina habe ich bereits Plötzlich Benji gelesen und Rotkäppchen und der Hipsterwolf. Freue mich wahnsinnig auf dieses Buch, weil ich mir sehr viel davon erhoffe. Bis jetzt hat mich Nina noch nicht enttäuscht. Und das Ganze habe ich mir natürlich auch auf der Frankfurter Buchmesse gekauft. Ebenfalls von der Frankfurter Buchmesse habe ich Verbundene Seelen von Nika Steven, Jenna und Tristan, der erste Teil sozusagen, auch aus dem Drachenmond Verlag. Ich habe bereits Verbundene Seelen und Hüter des Lichts gelesen von Nika und freue mich wahnsinnig auf diesen Teil, weil ich mir unfassbar viel davon erhoffe. Verwandte Seelen war für mich oder ist für mich eine der besten Trilogien in diesem Fantasy-Bereich. Deswegen freue ich mich wahnsinnig darüber. Kurz vor der Frankfurter Buchmesse habe ich von meiner Schwester bekommen, Amy Tolkien, Live Forever. Ich habe noch nichts von Amy Tolkien gelesen. Ich habe das Buch in diese Kategorie mit aufgenommen, weil es um ein totes Mädchen geht, das ja, irgendwie ganz doll verliebt ist. Keine Ahnung, Geistergeschichten zähle ich jetzt mal zu. Fantasy, dystopisch, paranormal, dieses Ganze. So, weiter geht's. Von Nina Plazon oder Plazon? Schattenauge. Habe ich noch nichts von gelesen. Vom Cover her und dem Ganzen denke ich, dass es tatsächlich in diese Kategorie passt. Ich glaube, es geht irgendwie um Wölfe oder irgendwie sowas. Zoe wird angegriffen auf der Straße, weiß nicht, Blackout, Gedächtnis gelöscht, Händen klebt fremdes Blut, da draußen streift etwas Finsteres herum, etwas, das keine Gnade kennt. Passt. So, weiter geht es mit... ein Vampirbuch. Von Lindsay Sands. Vampire haben es auch nicht leicht. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Buch behalten werde. Aus dem Lux Verlag. Wie gesagt, eine Vampirgeschichte. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Und es ist tatsächlich irgendwie der 5. Teil einer Reihe. Ja, ich weiß nicht, warum ich es geschenkt bekommen habe, aber es ist eben der 5. Teil einer Reihe. Keine Ahnung, ob man dieses Buch überhaupt einzeln lesen kann, sollte, darf. Ich weiß es nicht. So. Harry Potter liegt immer noch auf meinem Sofa. Ich bin so traurig deswegen. Aber ich komme irgendwie nicht dazu. Die sind so
dick und mir fehlt noch der dritte Teil. Ja. Ich lese gerne dicke Bücher, darum geht es eigentlich jetzt nicht wirklich, aber irgendwie habe ich noch nicht den dritten Teil gefunden. Klar, hätte ich mir schon längst kaufen können, aber ja, irgendwie ist das untergegangen. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich habe noch Harry Potter und der Feuerkelch und Harry Potter und der Orden des Phönix, beide für jeweils 1 Euro im Kick gefunden, von J.K. Rowling. Wird definitiv 2018 in Angriff genommen. Definitiv. Das sage ich jetzt mal hier so ganz verbindlich. Und wenn ich mir den dritten Teil irgendwie aus dem Rippen schneiden muss. Genug Fleisch ist ja da. Weiter geht's. Nee, das noch nicht. Ah, hier. Nimm mal die zwei noch. Von Oktober Day. Winterfluch von Shannon McQuire. Ich habe schon Gutes davon gehört. Und ich bin sehr gespannt, zumal auch hier hinten drauf steht noch hervorragend recherchiert, atmosphärisch und packend erzählt wie ein erstklassiger Krimi, Urban Fantasy, die Fans von Kim Harrison und Jim Butcher gleichermaßen begeistern wird. Publisher Weekend. Klingt gar nicht mal so schlecht. Bücher von Jim Butcher muss ich euch auch gleich noch in dieser Kategorie zeigen. Aber vorher noch Hope, unsere einzige Hoffnung, Christine Thomas. Das ist, glaube ich, letztes Jahr bei mir eingezogen. Es ist ein Science-Fiction-Fantasy-Roman mit Cyborg. Ja. Ich wollte es eigentlich in meiner Autumn-to-Be-Challenge lesen, habe es aber nicht geschafft. So. Schon etwas länger auf meinem Sub ist Boris Koch von Boris Koch, der Königsschlüssel aus dem Heine Verlag. Ich habe das mal versucht mit meinem Sohn zu lesen, aber ich glaube, das ist eigentlich nichts für ihn. Ist noch zu viel drumherum. Deswegen bin ich eigentlich auch irgendwo auf Seite 133 hängen geblieben. Es geht um einen König, der jedes Mal aufgezogen wird mit einem Schlüssel und irgendwann ist der Schlüssel weg und jemand gerät dadurch in Schwierigkeiten. So, zeige ich euch jetzt noch die Jim Butcher Bücher, die ich habe. Die sind jetzt mal nicht geordnet. Ich habe die von einer Freundin bekommen. Hier ist gerade mal der sechste Teil, First Lord's Fury. Dann geht es weiter mit Buch 2, Academy's Fury. Ja, eigentlich, ne, ich habe schon viel gehört, also Gutes gehört. Princeps Fury, Buch 5, dass die gar nicht so schlecht sein sollen. Bin aber bis jetzt noch gar nicht dazu gekommen. Buch 4 ist Captain's Fury. Die überhaupt zu lesen. Ich weiß nicht wieso, aber gut. Cursor's Fury, Buch 3. Buch 3. Auf Deutsch. Codex Alerva, im Schatten des Fürsten. Finde ich sogar schöner irgendwie als Cover. Klingt auch irgendwie interessanter. Und das letzte. Die Elementare von Calderon. Ja. Ich werde diese Reihe definitiv noch lesen, notfalls als Hörbuch hören. Ich weiß es noch nicht, wie ich das hinkriege. Es sind ganz schön viele, aber ich bin irgendwie schon gespannt. Alles ist, die deutschen Bücher sind von Plan Vallée. Aus dem Englischen ist es, aus dem Amerikanischen oder so ist es von Ace Fantasy. Gut zu wissen. So, das waren noch nicht ganz alle, ich weiß gar nicht. Nee, dies kommt später. So, das waren meine Fantasy-dystopische Urban-Whatever-Bücher. Falls ihr irgendein Buch davon kennt oder was ich unbedingt lesen sollte, dann sagt es mir doch bitte. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit und viel Spaß mit den nächsten Videos. Bis bald, eure Janine. Bye!